Heute wird es mal wieder Zeit für ein Thema, das ich schon seit geraumer Zeit vorhabe und das ich jetzt heute aufnehme, auch wieder durch den Impuls einer Abonnentin, die mir geschrieben hat. Und dazu gibt es jetzt mal leckeren Yogi-Tee Ingwer-Zitrone. Ein Tee, den ich sehr gerne mag. Sehr erfrischend, sehr frisch. Ja, und zwar geht es darum, Piercings und Tattoos, wie die sich denn auf den Energiekörper und auf die Chakren und so auswirken. Und da werde ich heute mal meine Meinung zu kundtun und meine Erfahrungen damit, einmal bei mir, aber auch bei anderen. Da ist es aber auch so, wenn man fünf Leute fragt, hat man fünf Meinungen dazu, ja. Und ich wurde da ja auch schon x-mal zu angeschrieben, wie ich es denn meinem Energiekörper antun kann, Piercings zu haben und wie ich mich denn so verletzen kann und so. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich von Leuten kommt, die sich wirklich Gedanken um meinen Energiekörper machen und da wirklich die Erfahrung damit gemacht haben, dass es immer dem Energiekörper schadet, weil ich die nicht gemacht habe. Ich glaube dann manchmal, dass es eher Menschen sind, die einfach wirklich auch ein Problem mit so Körperschmuck haben, ja, die einfach das vielleicht hässlich finden oder so. Und wenn man mal so in Naturvölker guckt, da ist es halt auch gang und gäbe, dass irgendwelche Sachen zur Körperverschönerung gemacht werden, auch oft mit einem ja, spirituellen oder rituellen Hintergrund. Und wenn das wirklich so schlimme Auswirkungen und unumkehrbare Auswirkungen hätte, ja, dann wäre es ja ganz schlimm für Menschen, die zum Beispiel eine Operation mitmachen. Operation, ich meine, das ist eine sehr kleine Wunde, ein sehr kleiner Eingriff. Und so, ja, Operation hat man ständig oder dass man irgendwo Narben hat, Verletzungen, ja. Und dann wäre das ja ganz schlimm, dass alle Menschen, die mal irgendwie operiert wurden oder sich eine Verletzung zugezogen haben, eigentlich, ja, einen zerstörten Energiekörper hätten. Meine Erfahrung dazu ist es, dass Tattoos und Piercings tatsächlich Auswirkungen haben können, ja. Die auch in unterschiedlicher Ausprägung, aber nicht müssen und es auch nicht irreparabel ist. Es kann zum Beispiel einmal sein, dass einfach die Piercings und Tattoos dadurch eine Veränderung allein schon herführen, dass natürlich das Umfeld, die Umwelt anders reagiert. Ja, und das ist auch nicht zu verachten. Wenn ich vielleicht jemand bin, der sehr viel auf die Meinung anderer gibt, der vielleicht auch ja, ein soziales Leben führt, in einem Job ist, wo Aussehen eine große Rolle spielt. Oder wenn man vielleicht ein eher schwacheres Selbstbewusstsein hat oder so. Und dann kann das auf jeden Fall eine krasse Auswirkungen sein, wie dann andere Menschen plötzlich auf einen reagieren. Gerade wenn man eben das im sichtbaren Bereich des Körpers hat, diese Piercings oder Tattoos. Ja, oder auch je mehr und je größer, desto anders reagiert natürlich das Umfeld darauf. Bei mir war es auch so, also in Berlin ist es gar nicht aufgefallen, hat es keinen Menschen eigentlich interessiert, auch die Dreads nicht und so, die ich hatte. Und hier in Frankfurt ist es natürlich wie eine andere Sache. Wobei hier auf die Piercings viel toleranter reagiert wird als auf die Dreads, die ich hatte. Also das war wirklich ein Riesenunterschied, weil die Piercings hatte ich ja mir auch in Frankfurt schon machen lassen. Und da muss man sich natürlich auch drauf einstellen und das kann natürlich auch wirklich einen Unterschied machen im Leben und im Energiekörper, wenn man natürlich auch die Umwelt aufnimmt, ja, und die Energie, die Umwelt einem entgegenbringt. Aber wenn man selber dazu steht und sich wohlfühlt, dann strahlt man das auch aus und dann finde ich auch, dass die Umwelt ganz anders reagiert, dass man auch diese Unsicherheit zeigt. Aber das ist mit allem so. Immer wenn ich unsicher bin, dann riechen das meine Mitmenschen und reagieren drauf. Dann strahle ich das aus. Auch auf den Energiekörper kann diese Wunde, dieser Eingriff in den Körper natürlich eine Wirkung haben. Ja, weil unser physischer Körper und also unser grobstofflicher und unser feinstofflicher Körper hängen ja schon zusammen. Das heißt, was ich im feinstofflichen Körper spüre und erfahre, das merke ich auch im grobstofflichen und umgekehrt. Es muss aber nicht dazu kommen, dass es den Energiekörper irritiert oder blockiert. Das kommt auch ein bisschen darauf an, wie es gestochen wird, wie ist meine Einstellung dabei dazu, wie kümmere ich mich darum, wie gerade auch so die ersten Tage nach dem Tätowieren, nach dem Piercen, wie nehme ich das auf, wie verarbeite ich das? Ja, da hängt auch ziemlich viel zusammen damit, wie ich herausgefunden habe für mich.
Und wenn ich einfach merke, dass diese Wunde, die ich mir da quasi zufüge, die temporäre Wunde, dass die eine Auswirkung hat, das heißt, dass die ein Chakra vielleicht ein bisschen ins Ungleichgewicht bringt oder tatsächlich eine Blockade verursacht, dass ich mich dann anders fühle. Es kann übrigens auch sein, dass man sich gut danach fühlt oder besser danach fühlt. Das war bei ein paar Piercings von mir auch so, dass es tatsächlich gewisse Blockaden gelöst hat. Aber wenn ich merke, dass da was ins Ungleichgewicht kommt, dann kann ich natürlich einmal sagen, okay, ich nehme den Schmuck raus. Bei einer Tätowierung ist das jetzt nicht ganz so einfach. Wobei ich nicht so wirklich den Unterschied merke, ob dann Schmuck drin ist oder nicht. Sondern es ist ja eine Verletzung da und da entsteht ein Narbenkanal. Das ist halt einfach dann da. Aber es ist nichts Irreparables. Also wenn ich merke, da blockiert irgendwas, dann kann ich eben nachschauen, okay, wo ist die Blockade, was passiert da, wie kann ich dem entgegenwirken. Zum Beispiel durch Meditation, vielleicht durch eine Reinigung. Vielleicht habe ich einen Energieheiler, zu dem ich gerne gehe und von dem ich das lösen lasse, wenn ich selbst noch nicht so weiß, wie ich das mache. Ja. Also da gibt es schon einige Möglichkeiten. Aber generell sollte man sich einfach immer bewusst sein, wenn ich das natürlich mache, es ist etwas Dauerhaftes. Gerade wenn ich das eben im sichtbaren Bereich meines Körpers mache. Eine Tätowierung kann man sich zwar mittlerweile auch entfernen lassen, aber man sieht es einfach weiterhin, dass da was war. Ja, und bei Piercings ist es natürlich auch so, wenn ich die, gerade wenn ich die im Gesicht habe, man wird es immer noch sehen. Das, also auch wenn sie, wenn das zugeht, das ist wie beim Ohrloch, das sieht man auch immer noch ein bisschen. Ja, und das wird man bei anderen Sachen auch sehen. Da sollte man sich natürlich bewusst drüber sein. Und wenn man sich dann dafür entscheidet, dann auch wissen, warum man das tut und dass es für eine längere Zeit ist und dass man, wenn man es irgendwann nicht mehr will, eben dass einfach Spuren da bleiben. Aber ich finde es auch nichts Schlimmes, weil ich stehe eigentlich immer zu den Dingen, die mir irgendwie mal passiert sind oder die ich einfach für mich entschieden habe und auch zu Spuren aus der Vergangenheit, ja. Und deswegen lösche ich ja zum Beispiel auch meine Videos nicht, obwohl ich mich da verändert habe und teilweise nicht mehr so mit meinen Videos von früher übereinstimme. Ja, aber trotzdem sind sie einfach ein Teil von mir und trotzdem helfen sie auch noch manchen Menschen. Und deswegen wirklich einfach darüber nachdenken, was man da macht. Und ja, man kann die Wunde nicht rückgängig machen, aber es ist kein irreparabler Schaden. Ansonsten wäre das wirklich sehr schlimm für alle Menschen, die auch größere Operationen mit sich führen oder mit sich tragen. Zum Beispiel auch bei einer Frau, wenn die Gebärmutter entfernt werden muss oder so. Das ist natürlich dann auch echt ein Schock für den Energiekörper, aber auch nichts Irreparables. Also nichts, woran man nicht arbeiten kann. Ja. Ja, und dann wurde ich noch gefragt, ob ich meine Piercings aus einem bestimmten Grund in dieser Anordnung habe stechen lassen. Und ja, absolut. Also bei mir hat es auch einen energetischen, spirituellen Hintergrund. Ja, auf jeden Fall einen energetischen Hintergrund. Meine Piercings sind alle in einer Linie. Also Bauchnabel liegt ja auch in dieser Linie. Und das ist für mich wirklich ganz wichtig. Also ich könnte für mich zum Beispiel jetzt nicht irgendwie hier in die Augenbraue oder hier ins Nasenloch oder hier ein Piercing haben. Wenn ich mir eins hier machen lassen würde, müsste ich auch hier eins haben oder so. So. Ja, also ich, für mich ist diese symmetrische Anordnung der Piercings wirklich unglaublich wichtig, weil es einfach für mich so diesen Energiefluss darstellt. Ja, und das ist, dass ich eben in meiner Mitte bin, in meinem Gleichgewicht. Und deswegen fühlt sich das für mich auch mit diesen Piercings unglaublich stimmig an. Es ist nicht nur einfach, dass ich sie schön finde. Ich bin auf jeden Fall bei Frauen zumindest ein großer Fan von Piercings. Bei Männern nicht immer, aber ich finde es auch völlig okay, ja. Aber es ist für mich einfach auch wirklich energetisch und es, ich spüre es. Ich sehe es dann auch im Spiegel. Das ist für mich echt etwas sehr, sehr Angenehmes. Und wenn du jemand bist, der sich dann aus dem Gleichgewicht gebracht fühlt, so... dann vielleicht auch einfach mal in dich spüren, ob das denn wirklich an diesen Wunden liegt oder an diesen Verletzungen oder ob das eben auch dein Denken vielleicht ist. Weil man kann sich natürlich auch alles ja, schön oder negativ reden. Also es ist immer so, das woran ich glaube, ja, das passiert auch. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel fest daran glaube, dass Piercings ganz schlecht für den Energiekörper sind, na, dann manifestiere ich das in meinem Leben. Und dann ist es so, dass diese Piercings dann ganz schlecht für mich wären. Wenn ich für mich den Glauben habe, dass es für mich ganz stimmig ist und wirklich energetisch wertvoll, ja, dann ist das genauso. Also da ist wirklich auch wieder die eigene Wahrnehmung, das eigene Denken, der eigene Glauben ein entscheidender Faktor.
Und ich verstehe das eine oder das andere. Also wenn jemand keine Piercings und Tattoos haben möchte, weil es ihm nicht gefällt, dann verstehe ich es absolut. Wenn er meint, dass es seinem Energiekörper schaden würde, dann verstehe ich das auch absolut. Wenn ich denke, dass mir etwas schadet, dann würde ich das auch nicht machen lassen, ja. Aber ich finde es dann immer schade, wenn man diese Wahrheit irgendwie auf andere projiziert. Ja? Also wenn mir jemand sagt, dass es seinem Energiekörper schaden würde, dann glaube ich ihm das absolut. Dann ist es seine Wahrheit und dann ist es in seinem Leben so. Aber gleichzeitig soll dieser Mensch auch mir gestatten, dass ich weiß, was ich mag, was mir gut tut. Ja, was für mich vielleicht richtig oder falsch ist. Es gibt immer ganz, ganz viele Wahrheiten. Aber vor allem gibt es für einen selbst immer die eigene Wahrheit. Das ist ganz wichtig. Und das ist halt auch wichtig, dann zu tolerieren, dass andere Menschen auch oft andere Meinungen haben, vielleicht auch ganz andere Meinungen haben. Auch Meinungen, die man vielleicht gar nicht versteht oder so. Ja. Aber das ist eben auch die Vielfalt des Lebens. So vielfältig wie das Leben ist, so vielfältig sind die Lebensansichten und die Meinungen. Ja. Insofern wünsche ich euch jetzt einen ganz tollen Tag. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, dann gerne in die Kommentare. Das war es eigentlich schon von mir. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr auch mal in das Video da reingucken, wenn ihr Lust habt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, das erscheinen wird. Ich denke an euch. Macht's gut.